Unwetterkapriolen zeigen ihre Folgen oft erst nach Wochen oder Monaten. In der Stadt Salzburg werden sie derzeit von tonnenschweren Baggern beseitigt, denn bis hierher ist in den vergangenen Jahren zu viel Gestein aus den Gebirgsgauen mitgespült und abgelagert worden. Wir wollen auch zukünftig die Hochwassersicherheit in der Stadt Salzburg sicherstellen. Und daher haben wir uns entschlossen, in dem Stauraum hier eine sogenannte Tiefenrinne herzustellen, auszubaggern. Durch die Tiefenrinne kann das Wasser in geordneten Bahnen schneller fließen und mehr neues Geschiebe mittransportieren. Das mitgespülte Gestein hat dabei einen langen Weg hinter sich. Die Salzach ist ein Gebirgsfluss und entsprechend bringen natürlich die Seiteneinbringer, beispielsweise die Lammer in Golding, aber auch aus dem Pongau, bringen also das Geschiebe sozusagen von den Bergen in das Tal, in den Fluss Salzach. Und die Salzach transportiert das sukzessive Innergebirg aus dem Tennengau flussabwärts. Bei den Arbeiten finden die Bagger neben Schotter und Felsen auch immer wieder Kurioses. Da kommt eigentlich alles an, von Fahrradl, Autoreifen. Wir haben Akkubohrmaschinen gefunden, wirklich, was man sich vorstellen kann. Von Straßen, Absperrgitter eigentlich, ne, was man halt so einschmeißen kann. So wird die Salzach durch die Grabungen auch gleich etwas sauberer. Dass die Arbeiten jetzt, also im Winter, durchgeführt werden, ist kein Zufall. Ja, wir arbeiten im Winter, weil, wie Sie sehen, Voraussetzung ist, dass die Bagger in den Fluss können. Und damit sie in den Fluss baggern können, benötigen wir eine sehr niedrige Wasserführung. Die ist einfach nur im Winter gegeben. Die Bagger holen an den richtigen Stellen bis zu einem Meter Gestein aus der Salzach und schaufeln es in Richtung linkes Ufer. Damit die Baggerfahrer wissen, wo sie noch wie tief hineingraben müssen, haben sie technische Unterstützung. Wir haben eigentlich eine super GPS-Anlage. Das funktioniert eigentlich mit Satellitennavigation. Das ist eigentlich so wie ein Navi fürs Auto, sage ich mal, eigentlich für mich, für einen Bagger. Ich habe da meine Sollhöhen drinnen. Wenn ich da mit dem Löffel hinfahre, dann sehe ich genau, ob Zentimeter eigentlich geht, dass man das alles wirklich so sehr gut nachvollziehen kann. Die Bagger sind in den vergangenen Wochen zu regelrechten Stars geworden. Am Ufer stehen fast durchgehend große und kleine Fans. Wie gesagt, so Mütter, es kommt vor, dass die oft stundenlang da stehen und dass die Kinder nicht mehr wirklich wegbringen. Das kommt schon vor, ja. Die Bagger in der Salzach sind noch bis Februar zu beobachten. Bis dahin sollten die Arbeiten, sofern das Wetter mitspielt, abgeschlossen sein.